Damit willkommen zu Road to F1 24, diese Woche in F1 2022. Ich freue mich extrem, denn das Game ist cool und wir hatten tatsächlich auch einige Abschiede in diesem Spiel. Natürlich einer der größten, Sebastian Vettel, aber natürlich gab es auch vieles, vieles mehr, denn das Handling wurde immer mehr kritisiert, würde ich mal sagen. Zum Beispiel auch natürlich gab es diese Classic Cars jetzt im Game neu, auch die komplette, ja, diese komplette Lobby finde ich ziemlich interessant. Wir gehen aber mal direkt in Grand Prix rein. Nein, zuerst mal hier Pirelli Hotlap, genau. Das war ja ziemlich neu. Ich mochte dieses oder mag das bis heute eigentlich gesagt nicht. Tatsächlich, ich brauche das nicht. Das hat nichts mit dem Formelsport zu tun. Und die Klassikers waren da schon wirklich eine Welt besser. Jetzt blicken wir mal ganz schnell auf die neuen Autos, beziehungsweise mal kurz auf die Strecken. Denn ab diesem Formel 1 war ja dann auch fix Imola drin und auch wieder Portugal drinnen und auch das China-Rennen wieder drinnen. Und generell sonst hat sich, ich glaube auch Miami war doch das erste Mal hier im Game dann da. Frankreich hat man auch wieder reingeworfen. Ja, es gab viele Strecken, die man so random mit reingeworfen hat. In F1 24 würde ich mir tatsächlich Malaysia wünschen. Jetzt aber mal hier, natürlich in Imola. Wir haben Hamilton und Russell. Eine tolle Kombi, auch Perez und Max Verstappen. Die amtierende Weltmeister Charles Leclerc und Carlos Sainz. Aber ja, Charles Leclerc war auch schon hier da. Lando Norris und Daniel Ricciardo. Ich glaube, das ist, ja, das ist jetzt Norris. Und dann bei BBT haben wir Fernando Alonso und Esteban Ocon, der ja quasi wieder zurückgekommen ist von seinem Ruhestand. Und dann hier Pierre Gasly und dann Yuki Tsunoda, da Lance Stroll und die letzte Season von Sebastian Vettel. Das ist wirklich Goosebump-Moment. Hier haben wir dann noch Alex Albon und GoTiffy. Das schlechteste Team waren sie aber hier nicht, denn da hatten wir noch Bottas im Alfa Romeo mit Guan Yu Zhou. Und zu guter Letzt das Ural-Kali-Haas-Team, was sich dann noch geändert hat mit Magnussen und Mick Schumacher. Also sehr, sehr cool, aber wie gesagt, ich muss eigentlich mit Sebastian Vettel fahren, auch wenn das Auto vermutlich nicht sehr macht. Hier sind wir also nun in Formel 1 2022. Imola steht an, das großartige Gran Premio del Made in Italy del Emilia Romagna 2022. Einfach eine coole, geile, schnelle, aber auch Oldschool-Basic-Strecke. Ich glaube, viel mehr englische Wörter fallen mir dazu echt nicht mehr ein. 4,9 Kilometer, 19 Kurven und lediglich eine DRS-Zone gibt es hier. Also überholen ziemlich schwer. Hoffe natürlich, dass ich mit Sepp ein bisschen weiter vorn starten werde. Habt aber leider die Befürchtnis, dass wir eher im Mittelfeld stehen werden. Aber das werden wir jetzt gleich sehen in der Start of Stellung. Na, come on. Warum lädt das so lange jetzt hier? Tatsächlich haben wir hier jetzt Grand Prix Starting Grid. Hamilton und Perez aus der ersten Startreihe. Das ist interessant. Auch eine schöne Animation tatsächlich. War noch basic, aber auch cool mit der Flagge im Hintergrund. Max und Leclerc aus der zweiten. Dann auf Platz 5 der Sainzi und George Russell. Daniel Ricciardo und Fernando Alonso. Dann haben wir Esteban Ocon und Lando Norris. Auch er. Pierre Gasly und Guan Yu Zhou so weit vorne, auf 13 dann Yuki und Magnussen mit dem echt grottigen Haas weit vorne. Und wo komme ich endlich? Mick Schumacher und Bottas. Lance Stroll besser wie ich auf 17 und Alex Albon und dann hier auf P19. Ich war nur besser als Latifi. Oh mein Gott. Jetzt auch mal hier los, Leute. Wir sind im Renngeschehen drinnen. Und drückt uns die Daumen. Road to F1 24 vom Lance 2022. Let's go. Der Start war grottenschlecht und ich verliere hier sogar den Platz gegen GoTiffy. Aber wie gesagt, ich springe hier ins kalte Wasser. Ich habe keine vor irgendwas. Wir haben einfach hier mal reingehen. Okay. Jetzt hier Turn 1 wird ganz, ganz eng werden. Immerhin konnte ich mir Latifi hier zurückholen. Da bleibe ich außen und ich verstehe auch nicht genau, warum ich so extrem langsam bin. Also generell, das Handling unfassbar schwierig, man lenkt gefühlt ein, aber das Auto will nicht einlenken und fährt einfach gerade weiter. Jetzt hier gehen wir mal, ja, ich würde mal sagen, bisschen mutig rein an Valtteri Bottas jetzt nun vorbei und somit endlich schon mal auf dem 18. Platz. Das hat ja auch schon mal was. Hier dann rein, ihr merkt es auch an meinen Lenkbewegungen, es ist ziemlich schwierig, das gesamte Handling hier zu beschreiben, aber ich, ja, habe ein Wort, grottig. Kein Fan von diesem Handling tatsächlich.
jetzt hier an Kevin Magnussen. Links geht's nichts, also rechts, da ist auch eine kleine Lücke und die snicken wir uns. Jetzt also P16, läuft er eigentlich aktuell mal wie am Schnürchen. Ich fahre hier mit Traktionskontrolle, Mittel, Selbststalten, Selbstbremsen und natürlich fahren wir auf KI-Stufe 85. Es ist tatsächlich, die KI ist doch viel schwerer hier. Also ich verstehe es nicht ganz. Ja, werden wir auf jeden Fall dann im Laufe des Rennens sehen, ob die schwieriger ist oder nicht. Jetzt hier im Windschatten sauge ich mich allmählich an Kevin Magnussen dran. Das vorher war nämlich Mick Schumacher, ich Idiot. Die haben nämlich gleich lange Namen. In Turn 1 wird es dann ganz, ganz eng. Ich mag Magnussen eh nicht. Also können wir ihn da auch so ein bisschen, ja, dirty überholen, würde ich mal sagen. Was soll ich sagen, ich mag Magnussen persönlich nicht besonders und was, ja, kann ich jetzt doch hier mal reingehen. Wir sind auf dem 15. Platz und es fühlt sich jetzt schon an, als ob ich den ganzen Grand Prix gefahren wäre. Auch hier die Kurve der Exit ist verdammt wichtig, aber generell natürlich heißt es jetzt auch noch Handling lernen. Wir sind hier in der dritten Runde und ich klebe jetzt immerhin schon mal an meinen Teamkollegen dran. Jetzt geht es Richtung Turn 1, wir haben sehr gleiche Autos. Sodala, hier Richtung Turn 1 und der hält uns hier. Mann, was soll die Scheiße bitte? Was soll das? Ich lasse genug Platz, aber das war schon immer so ein kleines Problem von der KI in Formel 1 22. Da kann ich mich noch genau an meine MyTeam-Rennen erinnern. Also tatsächlich immer wieder ist es hier passiert, dass wir eine ganz, ganz, dass wir eine ganz, ganz blöde Sache hier haben. Was soll ich sagen? Es läuft aktuell mal ziemlich gut, wir sind an der fünften Runde. Mittlerweile halte ich hier mal richtig drauf. Ich, ja, verliere so ein bisschen den... Ja, wie soll ich sagen? Ich verliere so ein bisschen den... Ich würde mal sagen, ja, den Mut, denn es geht irgendwie nicht nach voran. Jetzt auch Lando Norris hier vor uns. Der McLaren ist sicher viel, viel schneller als wir. Müssen wir mal abwarten. Ich hoffe, dass das was wird. Aus dieser letzten Kurve geht es sehr, sehr toll raus. Und wir kommen aber nicht näher dran. Es ist tatsächlich so verflucht, Leute. Ich probiere hier alles rauszureißen. Auch das Iris. Es lädt sich nicht auf. Wir sind in der fünften Runde immer noch hinter Lando Norris dran. Aber der hält hier tatsächlich ganz, ganz mutig, wie er ist. Hält er da drauf? Kann ich da so ein bisschen sneaken davon? Ganz, ganz eng geht's hier zur Sache. Pierre Gasly ist der leider Arme, der hier zwei Plätze auf einmal verliert, nur weil Norris hier kein Chill hat und einfach drauf hält. Was soll ich sagen? Jetzt halte ich aber hier mal drauf und das funktioniert tatsächlich. Wir gehen in die Box rein, Ende Runde Nummer 5. Ich probiere so einen leichten Undercut gegen das gesamte andere Feld. Auch glücklicherweise nach dem dritten Respawn habe ich es hier mal geschafft, in die Box zu kommen, ohne dass ich eine 5 Sekunden Strafe habe. Aber jetzt, zack, das funktioniert dann ziemlich gut. Ja, Reaction hat sich nicht viel geändert, generell an dem Ganzen. Wir gehen mal aus der Box raus, fliegen natürlich, wie erwartet, auf den letzten Platz zurück. Und allein dieses schwarz-rot-gelbe Helm von Sepp ist einfach einzigartig. Das ist ein genialer, schöner, cooler Helm. Auch raus aus der Box hier. Und jetzt heißt es natürlich angasen. Denn ich muss richtig, richtig pushen, um hier wieder ja, so ein bisschen in Schlagdistanz zu Top 5 zu kommen. Das wäre Traum. Das wäre echt traumhaft. Die Reifen sind scheiße kalt und das war ja auch das erste Game, wo dieses Reifen sind kalt auch einen Effekt hatte. Jetzt waren auch einige an der Box. Wir kommen vorerst mal auf den 9. Platz raus, hinter Daniel Ricciardo, der sich gerade mit Esteban Ocon ein bisschen fightet. Da könnten wir wieder so ein bisschen Mäuschen spielen, so ein bisschen irgendwie, ja, ich würde mal sagen, die Chance nutzen, hier die Kurven rein. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig zu handeln. Jetzt, diese Kurve ist so, oh ja, das ist wirklich, also F1 23 Welten besser. Ich war auch mein absolutes Lieblingsgame der letzten Zeit und ich habe das monatelang gespielt, aber da verabschieden wir uns auf jeden Fall auch die nächsten Morgen. Jetzt auch näher an Esteban endlich dran. 9. Runde, die kämpfen nicht mehr. Jetzt den Körper ein bisschen härter nehmen, aber das funktioniert nicht. Dieser Aston Martin ist einfach noch eine Scheißkarre. Da kannst du sagen, was du willst. Sepp hätte echt ein Jahr warten müssen mit seinem Retirement. Dann hätte er noch vielleicht einen Sieg geholt. Jetzt hier unten nehmen wir mal Ocon auseinander. Und 10. Runde, jetzt sind wir auch an Daniel Ricciardo dran. Ocon musste das Rennen leider aufgeben, nachdem wir ihn überholt haben, nur eine Kurve später Motorschaden. Jetzt hier runter und das sollte reichen, um mal vor ihm zu bleiben. Der letzte
Exit, nein, da komme ich mit dem Reifen ins Kies. Vielleicht funktioniert es dennoch, um vorne zu bleiben. Aber der kommt angeschossen mit DRS-Hilfe. Ich probiere ihn da so ein bisschen die Tür zum Zuhören. Ja, und er haut mir seinen Hinterreifen auf meine Vorderreifen. Aber nein, der kommt damit zu einem Überschuss. Das DRS ist wirklich ein Game-Changer. Das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig. Er verbremst sich in der ersten Kurve. Reicht es hier dennoch, um ihn dann nochmal ein bisschen Schwierigkeiten zu bereiten? Aber nein, das funktioniert nicht. Wir bleiben leider dahinter. Kevin Magnussen jetzt auch draußen, ein sehr interessantes Rennen, viele Ausfälle und das auf einer Strecke, die eigentlich nicht motorlastig ist. Die Kurve ganz, ganz halbwegs gut halten und wir sind ja leider wieder in dieser blöden, prekären Situation, dass wir jetzt wieder in diesen 7-6 Zehntel sind. Kein ERS gefühlt sich auflädt, obwohl ich die ganze Zeit ganz normal bremse und das ERS kaum benutze. Also ERS sparen in F1 22 ist praktisch unmöglich. Vielleicht kann ich hier ein bisschen später moven. Ich gehe mal ein bisschen nach links, schneide die Kurve ganz, ganz okay und der hatte hier wirklich einen grottigen Exit aus der Kurve raus und ich verliere wieder die DRS-Dominanz. Dandy bekommt somit jetzt auch wieder Ricardo für Start und Ziel, aber ich glaube, es sollte dennoch reichen und aus der letzten Kurve raus muss der Exit sitzen. Wir sind mittlerweile in der 15. von 16 Runden und ich konnte mich wirklich immer wieder dran hamstern, weil es scheint, als ob diese Spitzengruppe hier richtig fightet. Das Zero-Pods-Side-Pods-Konzept von Mercedes ist hier noch drauf. Das war auch echt ein hässliches Auto. Ja, ich musste hier respawnen, es tut mir leid, Leute. Denn es ist ganz, ganz schwierig, hier vorne zu bleiben. Jetzt geht es also in die letzte Runde rein mit... Und wir sind in der vorletzten Runde. Max Verstappen in der vorletzten Kurve. Max Verstappen gewinnt das Ganze. Ich bremse hier rein und überhole wenigstens noch Carlos Sainz auf den 5. Platz, aber es ist wirklich ganz, ganz schwierig gewesen. Es war ein hartes Rennen, jetzt nur keinen Fehler machen. Jetzt hätte ich mal das DRS bekommen, aber wir gewinnen das Ganze. Immerhin gewinnen wir nicht, aber wir sind 5. geworden. Was rede ich denn? Wir gewinnen das Ganze. Bin ich deppert oder was? Nein, also Sieg wäre auf jeden Fall nicht mit diesem Auto drin gewesen. Da könnt ihr mir echt, da könnt ihr nichts sagen. Der Sieg ist nicht drin gewesen. Einfach zu schwach das Ganze. Einfach zu ja, langsam. Wirklich schade, schade, schade. Aber ich werde natürlich mein Bestes versuchen, hier noch einmal richtig durchzustarten. Wir werden morgen noch einmal reingehen in die Road to F1 24. Ich weiß, einige von euch haben sich natürlich das Game vorbestellt und dann werdet ihr das vermutlich auch schon ab Dienstag zocken, weswegen es dann morgen den letzten Part gibt. Achtung, Achtung, ihr könnt natürlich auch die Zeit wieder umstellen auf eure Konsole. Wenn ihr es vorbestellt habt, könnte es dann theoretisch schon am Montag späteren Nachmittag spielen. Also nur das zur Info, aber natürlich auch nicht das Video morgen verpassen, denn es wird emotional. Wir blicken noch einmal so ein bisschen auf meine Spielzeiten in Formel 1 23 zurück, meine ganzen Statistiken und so weiter. Es ist wirklich bahnbrechend. Wir haben so viel erreicht. Wir haben eine komplette Karriere, mein Team, mit 6 Seasons gefahren. Wir haben unnormal viel geschafft und ich stehe zwar nicht am Podium, aber ich fühle das Game irgendwie auch nicht. Es war cool, das Rennen. Hat euch Spaß gemacht mit einem coolen Ende, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gern kostenlos den Channel. Seid gern morgen wieder dabei und auch die Recap zum Rennen von Monaco wird kommen. Bis dann, danke fürs Zugucken und ciao.